2 Jahre YouTube, 152.000 Klicks, 873 Abonnenten und 154 Videos, die ich gemacht habe. Ja Leute, heute reden wir über meinen YouTube-Kanal. Was bringt mir das? Warum mache ich das überhaupt? Und was habe ich letztendlich damit verdient in den letzten 2 Jahren? Also, wie du weißt, ich mache hier Videos über Immobilien, Krypto, Aktien und allgemein halt Finanzen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen etwas weiter ausholen, aber dann verstehst du mich besser. Das Video über meine Geschichte, wie ich das geschafft habe, wo ich heute bin, das kommt später, wenn wir 1000 Abonnenten erreicht haben. Das wird ein sehr großes Video, wahrscheinlich über eine Stunde, und da erzähle ich alles, wo ich klein war, bis ich heute bin, die ganze Geschichte. Aber jetzt in 2 Sätzen zusammengefasst, ich bin mit 12 Jahren 2005 nach Deutschland gekommen und wir hatten halt gar nichts. Also es war meine Mutter und mein Papa da, also zu dritt. Keine Kollegen, keine Verwandten, keine Freunde, keiner, der uns helfen konnte. Und wir sind nach Deutschland gekommen, komplett neues Land, keine Sprache gekonnt, gar nichts. Einfach alles neu, neues Land, neue Menschen, neue Mentalität, alles neu. Neue Schule, neue Freunde, Kollegen, alles, neuer Job, alles, komplett alles neu. Und wir hatten halt gar nichts und wir haben im Heim gelebt, also mit anderen Familien aus verschiedenen Ländern, gemeinsames Badezimmer, gemeinsame Küche, ein Zimmer für uns drei. Das war halt schon sehr, sehr an der Armutsgrenze sozusagen. Wir hatten auch kein Geld. Ich musste mir Klamotten aus dem, also vom Deutschen Kreuz holen oder vom Flohmarkt. So schlimm war das ungefähr, ne? Also wir hatten wirklich gar nichts. Und heute besitze ich mehrere Immobilien. Ich habe ein Aktienportfolio, Immobilienportfolio, Coins und so weiter. Das heißt, irgendwas habe ich ja richtig gemacht. Genau. Und ich wollte halt nicht in der Armut leben. Und ich habe angefangen, ungefähr so mit 16, 17, 18, mich mit Finanzen zu beschäftigen. Ich habe einfach dumm los investiert. Das war aber nicht... Das hat mit Investieren gar nichts zu tun gehabt. Das war einfach nur Spekulieren. Ich wollte schnelles Geld und ich habe hier Geld reingesteckt, in die Hose gegangen, komplett alles weg. Hier, hier, hier. Ich habe so viele Sachen durchprobiert. Ich wollte mal dieses schnelles Geld. Ich wollte meiner Familie helfen. Ich wollte uns aus der Armut sozusagen rausziehen und das hat irgendwie nie geklappt. Und das ging so bestimmt 3-4 Jahre. Es hat einfach nicht geklappt. Also so mit 25 hat das langsam angefangen zu klappen. Da habe ich dann auch tatsächlich Kapital dann aufgebaut. Aber davor, die ganzen Jahre, ich habe immer, also die Motivation war ja halt aus der Armut raus. Ja, ich wollte nicht mehr arm sein wie damals mit 12. Ja, im Heimleben will ja wahrscheinlich keiner. Ich wollte irgendwie eigenes Haus, eigene Wohnung, irgendwas eigenes und halt aufbauen. So, und dann habe ich auch sehr viel gelernt. Ich habe Bücher gelesen, Seminare besucht, Coachings besucht und so weiter. Und langsam hat es angefangen zu funktionieren. Irgendwann mit 22 habe ich mein erstes Haus gekauft. Das Video findest du auch auf meinem Kanal. Ist auch ein sehr interessantes Video. So, und dann habe ich gecheckt, aha, mit Immobilien kann man Geld verdienen. Das funktioniert. So, dann habe ich eine zweite Wohnung gekauft. Das hat auch gut funktioniert, wir haben die auch selber saniert. Dann habe ich später noch weitere Immobilien gekauft und so weiter. Und auch jetzt mit Aktien, mit Krypto, das funktioniert ja auch. Aber jetzt funktioniert das. Früher hat das nicht funktioniert. Ich habe auch in Krypto investiert und so weiter, in Aktien investiert. Und das ist alles in die Hose gegangen. Das heißt, früher habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht. Es gab sehr, sehr viele Rückschläge. Ich habe alles Geld verloren. Also ich habe das mal so ein bisschen nachgerechnet, es müssen zwischen 7.000 und 10.000 Euro weg sein, also die ich dann einfach verloren habe. So, und jetzt, jedes Jahr wird mein Vermögen immer höher, also steigt immer weiter und weiter und weiter. Es ist wie so eine Treppe, das ist jetzt kein Sprint, aber das ist so langsam, aber sicher gehe ich nach oben. Und seit den letzten so 4 Jahren geht das nur noch nach oben. Und dann habe ich mich entschieden, diesen Kanal zu machen, um einfach zu zeigen und auch wiederzugeben, weil damals habe ich auch ein paar YouTube-Videos geschaut, die mich dann auf die Bücher gebracht haben. Die Bücher haben mich dann auf andere Bücher gebracht, diese Bücher dann auf die Seminare, auf Coachings und so ging das weiter. Das war dann wie so ein Schneeball. Ich wollte dann immer mehr lernen, weil ich habe gecheckt, okay, ich habe ein Buch gelesen und das hat schon viel gebracht. Ich habe gleich danach, nach diesem Buch, einen eBay-Shop gegründet. So, dann habe ich weitergelesen, 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 einfach konsumiert das Wissen, extrem konsumiert und dann ging das auch los, so mit
dann zweites Nebengewerbe aufgemacht, dann hier Geld gemacht, dann Aktien. Und so langsam hat es angefangen. So, und ich wollte oder ich möchte immer noch dieses Wissen einfach weitergeben und euch motivieren, dass das jeder schaffen kann. Klar, ich bin noch selber nicht am Ziel, noch lange nicht am Ziel, aber ich werde das auf jeden Fall schaffen. So, und ich möchte auch dich motivieren, dass du erfolgreich werden kannst und dass du auch Geld aufbauen kannst, also Vermögen. Ich rede jetzt nicht, dass du jetzt in 2 Wochen Millionär bist. Nein, darum geht es nicht auf diesem Kanal. Ich möchte einfach zeigen, dass du oder dass jeder von euch Erfolg haben kann und ein gutes, sehr gutes Vermögen aufbauen kann. Wenn ich das geschafft habe, wie gesagt, mit 12, wir haben im Heim gelebt, ohne gar nichts, ohne Geld. Und jetzt habe ich mehrere Immobilien, Aktienportfolio, die Rente ist schon safe, ich habe schon mehrere Coins und so weiter, ja? Also, ich habe ja irgendwas richtig gemacht und das möchte ich dir weitergeben. Wenn ich das geschafft habe, dann kann das echt jeder schaffen. So, das ist meine Motivation, warum ich YouTube mache. So, das Ziel habe ich ja auch so ein bisschen erklärt. Ich habe mittlerweile 154 Videos gemacht. Sehr, sehr viele Videos. Wenn du genau schauen möchtest, dann gehst du am besten auf die Playlisten. Und dann schaust du in die Playlisten. Hier zum Beispiel stärkste Motivation. Hier habe ich Texte geschrieben, ich habe einen Sprecher beauftragt und wir haben sehr geile Motivationsvideos gemacht. Ja, da kannst du dich motivieren. Hier habe ich eine Wohnung gekauft und die komplett saniert. 32 Videos, komplett von A bis Z, die ganze Wohnung durchsaniert. Ja, hier Immobilien, da habe ich ein Badezimmer saniert, verschiedene Strategien erzählt, Kryptobereich. Meine Updates, Schulden, Kredite, also Schulden abbauen und so weiter, wie man sparen kann. Motivation, das sind auch so alte Videos. Aber naja, Glaubenssätze ändern. Also all das Wissen, was ich konsumiert habe, habe ich in diesen Videos euch wiedergegeben. Ja, selber so zusammengefasst und mit einfachen Worten wiedergegeben. Das ist eigentlich so das ganze Wissen, was ich besitze, packe ich in diese Videos. Immer mehr, immer mehr. Es kommt ja jedes fast täglich neues Wissen dazu, weil ich halt sehr viel lerne, sehr viel lese oder auch höre, Hörbücher, verschiedene Coachings, alles Mögliche und ich gebe euch das einfach weiter, damit ihr entweder hast ein Beispiel, ja, wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch schaffen oder du willst einfach nur schauen, wie ist mein Weg, wo lande ich später, bringt mir das was oder ist es nur alles Fake, diese Erfolgsgurus, das bringt gar nichts, ja, jeder hat ja so seine eigene Meinung und hier hast du ein reales Beispiel, ob ich das schaffen werde oder nicht, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das schaffen werde oder nicht, aber wie ich denke, ich bin schon auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, also es sind sehr, sehr viele Videos hier und unter Playlists kannst du das Ganze anschauen. So, jetzt gehen wir aber in die Analysen und schauen, wie mein Kanal so sich entwickelt. Aktuelle Zahlen seit der Erstellung. Also es hat sehr, sehr langsam angefangen, so 4 Abonnenten, 5 Abonnenten. Hier siehst du das Datum und die blaue Zahl sind die Abonnenten. Ich habe auch viele Videos geguckt, wie man YouTuber werden kann, wie man die Videos hochlädt, wie man die filmt, wie man die interessant gestaltet. Aber irgendwie hat das alles nichts gebracht und der Kanal entwickelt sich extrem langsam. Eigentlich war mein Ziel, die ersten 1000 Abonnenten im ersten Jahr zu knacken. Aber wie du siehst, fast nach einem Jahr hatte ich 300 Abonnenten. Ja. Also es entwickelt sich echt langsam. So, in den letzten 28 Tagen gab es 6.500 Klicks und 480 Stunden Watchtime plus 23 Abonnenten. Da sind so die besten Videos von den Aufrufen her. So, Inhalte. Wenn dich was interessiert, kannst du einfach die Pause drücken und selber anschauen. So, Zielgruppe. Hier wird es schon ein bisschen interessanter. Top-Länder 80% Deutschland. So, Leute. Abonnenten 6%. Was ist los? Wenn du meine Videos sowieso schaust, dann abonniere doch bitte diesen Kanal. Für dich ist es nur ein Klick, kostet nichts und mich motiviert das extrem weiterzumachen und noch mehr Videos für euch zu machen. So, die meisten sind männlich, aber es schauen mich auch Frauen sehr gut.
So, und die meiste Zielgruppe sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Also mein Ziel ist es, dass die meisten halt hier sind, weil, wie ich schon oft gesagt habe, sparen und investieren ist extrem wichtig und je früher du anfängst, desto besser. 10 Jahre, also zum Beispiel du fängst mit 20 oder du fängst mit 30 an zu investieren. Nur 10 Jahre Unterschied, aber zum Schluss machen das Doppelte an Vermögen aus. 10 Jahre machen das Doppelte an Vermögen aus. Das ist voll krank. Deswegen möchte ich, dass auch junge Leute mich schauen und anfangen zu investieren. Das ist ganz, ganz wichtig. So Leute, und jetzt kommen wir zu dem sehr interessanten Thema, was habe ich denn mit diesem YouTube-Kanal verdient in den 2 Jahren? So, der Reiter Umsatz ist gar nicht da. Oh, wie kommt das? Tja Leute, ich verdiene mit diesem Kanal genau 0 Cent, gar nichts. Wie kommt das? Also YouTube, da brauchst du mindestens 1000 Abonnenten, damit YouTube Geld auszahlt. Watchtime habe ich genug, also 4000 sind erforderlich. Ich habe knapp 7000. 7000, also mehr als genug. Hier ist auch alles gut, aber Abonnenten. Mir fehlen noch knapp 130 Abonnenten. Leute, ich glaube, wir können das schaffen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere bitte ganz schnell diesen Kanal. Ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall auf die 1000 Abonnenten kommen. Das ist so ein Meilenstein, der für mich extrem wichtig ist. Ich möchte einfach jetzt auf 1000 Abonnenten kommen, um einfach so eine Bestätigung zu bekommen. Ich bin auf dem richtigen Weg hier mit YouTube und ich kann auch weitermachen. Weil so, das demotiviert mich, aber ich mache trotzdem weiter. Aber du siehst ja, ich verdiene 0 Cent mit diesem Kanal. Aber weißt du, wie aufwendig es ist, so ein Video zu drehen? Wie viel Zeit das Ganze kostet? All die ganzen Videos zu machen. Also pro Video brauche ich so im Schnitt mindestens 2 Stunden. Mindestens 2. Ja, also mit Schnitt, mit Hochladen, Beschreibung schreiben, Keywords und so weiter. Also mindestens 2 Stunden. Für zum Beispiel für diese Motivationsvideos, mit Texte schreiben, mit Sprecher beauftragen, das dauert auch deutlich mehr. So, aber sagen wir mal 2 Stunden im Schnitt. Das heißt, 150 Videos mal 2 sind 300 Stunden. 300 Stunden, das sind, also für Normalarbeiter sind 2 Vollzeitmonate durcharbeiten. Und ich arbeite ja auch Vollzeit. Plus 2 Nebengewerbe, plus YouTube. Ja, also ich mache das nicht wegen des Geldes, weil ich bekomme hier gar nichts. Ich mache das, weil ich das einfach mag. Das gefällt mir und das mache ich auch weiter, auch ohne Geld. Die 1000 Abonnenten, das ist nur so ein Ziel, was ich mir damals am Anfang gesetzt habe. Das muss ich auf jeden Fall erreichen. Und wie gesagt, wenn du mich unterstützen möchtest, dann auf jeden Fall abonnieren. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, und ich weiß, viele sind nicht bereit, so viel Zeit in irgendeine Sache zu stecken. Das weiß ich ganz genau. Die spielen lieber PlayStation, gucken TV, hören Musik, gehen raus. Aber die wenigsten wollen sich damit beschäftigen oder irgendwas aufbauen. Ja, ich mache das, weil mir das Spaß macht, nicht wegen des Geldes. So, weil ich bekomme Wissen, ich übersetze das Ganze mit meinen Worten und mache Videos aus diesem Wissen. Und dann lerne ich ja noch mehr und das, also ich fühle mich gut dabei. Und das bringt mir auch was, ich lerne ja auch ganz, ganz viel. Das eine ist ja nur lesen, das andere wiedergeben und Videos zu machen ist ja noch wieder was ganz, ganz anderes. Ja, das hörst du auch mehrmals und das ist für mich wie so ein Tagebuch. Ich kann das später dann ganz genau sagen, okay, ich war damals so und so, ich hatte so und so viel Geld und jetzt bin ich hier. Also hier sehe ich auch meine Entwicklung. Ich habe mich ja auch als Mensch entwickelt und das bringt mich auf jeden Fall weiter. Ja, Leute, das war vielleicht ein etwas längeres Video, aber jetzt verstehst du einfach mehr, warum mache ich das Ganze, was ist mein Ziel und du siehst ja auch, ich bekomme einfach 0 Cent, gar nichts. Ich habe ja sogar für den Sprecher Geld bezahlt, also jetzt bin ich ja auch in Minus. Ich habe 300 Stunden investiert, also 2 Vollzeitmonate in dieses Projekt und ich habe noch Geld draufgelegt, ja, aber es macht mir Spaß, das mache ich gerne, ja. Und wie gesagt, wenn wir 1000 Abonnenten erreicht haben, dann gibt es ein großes Video von mir, wer bin ich und über meine Geschichte. Dann weißt du ganz detailliert, wo ich war und wo ich heute bin. Ja Leute, ich hoffe, du hast es verstanden und abonnierst jetzt diesen Kanal.
Danke dir und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao.